Über die Entwicklung an den Märkten spreche ich jetzt mit Professor Hans-Jürgen Bocker. Herr Professor Bocker, wird der Euro das Jahr 2012 überleben? Also in dieser Form wie heute besteht sicherlich nicht. Weil es sind zu viele Konstruktionsfehler darin. Die erste kleine Schlechtwetterfront hat er schon gar nicht überstanden, schon fängt er an und lässt sich nur mit den größten Kopfständen und aberwitzigen politischen Manövern noch so weiter schleifen. Also in dieser Form wird es nicht gehen. Es ist sehr schwer zu sagen, dass das Hauptziel der führenden Elite weltweit ist die Einführung einer Weltwährung. Das ist ihr Ziel. Und es wird sogar behauptet, dass diese ganze Euro-Fall Destruktion des Euros ein Schritt in diese Richtung ist, dass die Leute dann in ihrer Verzweiflung sagen, jetzt brauchen wir mal was Richtiges. Und dann wird denen die neue Weltwährung aufs Auge gedrückt. Das ist das Ziel. In welchen Schritten und Zwischenschritten das nun erreicht wird, ist schwer zu sagen. Es könnte der Euro-Dollar kommen, es könnte der Euro-Dollar-Yen kommen, es gibt den Amero, der könnte als Zwischenlösung vielleicht auch angeboten werden. Es könnte sogar eine Rohstoff- und teilweise goldgedeckte Währung vorgestellt werden. Das sind alles Lösungen, von denen niemand genau weiß, welche davon kommt. Die Politiker selbst wahrscheinlich auch nicht. Herr Professor Bocker, was wäre denn Ihre Ideallösung für Europa und speziell Deutschland? Überschuldete Länder raus aus dem Euro? Also die Zeiten für eine Ideallösung sind längst vorbei. Es gibt nur noch gewaltsame Lösungen oder unangenehme Lösungen, ganz gleich wie ich es drehen und wenden. Alternative 1, diese Länder würden rausgehen aus dieser Zone. Das würde zu einer Beruhigung führen der Märkte und es würde ganz klare Verhältnisse schaffen. Und vielleicht wird es eine Basis bilden, dass die noch einigermaßen gesunden Länder weitermachen könnten. Aber diese Lösung würde massivste Verluste der Banken und auch der Zentralbanken nach sich ziehen, was diese wahrscheinlich nicht überleben würden, da die Größenordnung einfach zu groß sind. Bleiben Sie drin in der Zone, müssen Sie gerettet werden. Die Retterländer werden immer dünner, Holland, Deutschland, Österreich. Damit hat sich schon beinahe, selbst Frankreich wackelt schon in den Fundamenten, Italien sowieso, Spanien auch. Und Deutschland als letztes Kettenglied in dieser Rettungskette müsste in der Größenordnung von etwa 2 Billionen Euro, das sind 2000 Milliarden, glaube ich, Euro aufbringen, mit allem, einschließlich Rettung der EZB und was es sonst noch gibt. Das entspricht etwa 9 deutschen Staatshaushalten und das ist erstens politisch in Deutschland nicht durchsetzbar. Da können die Hosenanzüge singen, wie sie Lust haben und das ist auch praktisch nicht machbar. Deutschland kann nicht 9 deutsche Staatshaushalte aufbringen. Völlig ausgeschlossen. Also es ist letzten Endes egal, was passiert. Das Endergebnis ist auf jeden Fall, wie immer so gesagt wird, negativ. Und wie kann sich da der Anleger am besten dafür rüsten oder wappnen? Für Anleger eine vernünftige Umschichtung von Vermögen, mit Wohnsitz auf dem Land zum Beispiel, eine kleine Farm und vor allem erstmal Sachwerte. Das erste sind Sachwerte. Raus aus Papier, denn alle Papiere, egal welche, sind Versprechen und alle Versprechen werden gebrochen. Das ist in den letzten Jahrtausenden immer so gewesen. Die Chinesen hatten vor 4500 Jahren und so schon zweimal Papierwährung. Sind alle auf Null gegangen. Es gab keine einzige Papierwährung dieser Welt, es sei denn, sie war goldgedeckt. Dann ist es ja keine Papierwährung. Keiner, die das überlebt hätte, Hunderte und Hunderte, vielleicht Tausende von Papierwährungen, sind alle auf Null gegangen, ihren inneren Wert. Und dieses Schicksal erwartet Dollar und Euro natürlich genauso. Daher ist es eine neue Währung, muss unbedingt durch irgendetwas gedeckt sein, weil die Weltbevölkerung wird sich das nicht gefallen lassen, nachdem man sie ihrer Ersparnisse und ihres Vermögens durch einen Haircut beraubt hat, dass dasselbe Spiel sich einfach nochmal so wiederholt. Das wohl nicht. Also Währungsreform selbst, sagen wir so, in den nächsten 2 Jahren wird sich das abzeichnen, ausgelöst durch alles Mögliche. Das schwächste Glied der Kette wird reißen. Wahrscheinlich Japan, denn das ist das höchst verschuldete Land mit Abstand.
Die Japaner würden fast ein Jahrtausend lang brauchen, um zu vernünftigen Konditionen ihre Schulden zurückzuzahlen. Das ist technisch alles nicht mehr möglich. Das geht nicht. Also nochmal, in diesen Umschichtungen spielen die Edelmetalle eine wichtige Rolle, eine Retterrolle, wie seit Jahrtausenden. Es wird auch diesmal so sein. Jetzt wird man aber von Gold und Silber alleine auch nicht satt, oder? Das wurde man noch nie. Man wird auch von ihrer Sekretärin, ihrem Haus, ihrem Auto, ihren Möbeln und von Papiergeld nicht satt. Nur, mit Gold und Silber kauft man sich dann entweder eine Farm oder große Nahrungsmittelmengen oder was auch immer und davon wird man dann satt. Herr Professor Bocker, Sie halten ja die Megakrise für unausweichlich. Das ist ja doch ein düsteres Bild, das Sie von der Zukunft zeichnen. Gibt es für Sie überhaupt noch Aussicht auf Rettung? Das hängt von der, also unausweichlich ist überhaupt nichts. Aber in diesem Falle, die Naturgesetze sind schon unausweichlich. Und wenn ganze Länder und Länderkomplexe jahrzehntelang über ihre Verhältnisse leben, dann hat das Folgen. Da können die Politiker auf den Kopf stellen und die Nationalhymnen rückwärts singen oder sie können pro Tag 20, 40 Gipfel abhalten, das spielt alles keine Rolle mehr. Die Naturgesetze sind unbarmherzig. Da wir sie kennen und wissen, wie sie reagieren werden, bereitet man sich einfach ein bisschen vor. Das ist alles. Und das ist nicht düster, sondern außerordentlich, erfolgsversprechend. Und man kann voller bester Stimmung sein oder man kann sich sehr, sehr wohl fühlen. Je größer die Krise, umso größer die Chance. Ich will daran erinnern, dass alle Großvermögen, Megavermögen, alle in schwersten Krisen gemacht worden sind. Das trifft die Carnegies und die Rockefellers und viele, viele andere der bekannten Geldhäuser, also auch sogar Goldman Sachs und Rothschild und wie sie alle heißen. Wir als kleinere Leute können natürlich nicht Hunderte von Milliarden anhäufen. Es genügt aber schon, wenn wir wenigstens unseren Lebensstandard halten können und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Die Edelmetalle werden sich in solchen Zeiten naturgemäß nach Kaufkraft vervielfachen, das haben sie immer getan seit Jahrtausenden. Die Faustregel war ungefähr eine Ver-25-fachung etwa, sowas rum. Kann 30-fach sein, kann 20-fach sein. Und da das so ist, muss man es erstmal haben und dann entsprechend einfach nutzen. Man bereitet sich vernünftigerweise vor und das ist eigentlich schon alles. Ich habe übrigens jetzt am Wochenende, letzten Wochenende etwas dazugelernt. Die neueste Studie beweist, dass 80% aller Menschen bedrohliche oder negative Nachrichten nicht verarbeiten können. Das menschliche Gehirn ist nicht dazu in der Lage, das zu tun. Nur 20%. Die weisen solche Dinge von sich ab und sagen, das ist alles Quatsch und das ist im Prinzip nur diese berühmte Schwarzmalerei oder Verschwörungstheorie und all sowas. Das mag alles sein, aber wir gehören zu den 20%. An denen das nicht spurlos vorbeigeht, wir stellen uns einfach der Realität. Das hat nichts mit Schwachsinn oder so zu tun. Das ist Beispiel, wenn die Leute springen vom Hochhaus, zwei Mann parallel, und der eine sagt, oh, ich fürchte, ich komme da unten um, und der andere, was willst du denn, wir sind erst schon beim 60. Stockwerk und ist noch gar nichts passiert. Und beim 20. Stockwerk sagt er, ich bin Optimist, guck doch da, 20 Stockwerke noch, und das ist, bis jetzt ging alles wunderbar. Und selbst am letzten Stockwerk, kurz vorm Aufschlag, wird er sagen, fantastisch, fantastisch, sieh mal da, du bist ein Schwarzseher. Da hört man nur noch ein klatschendes Geräusch und dann war die Sache vorbei. Also ich würde sagen, so werden wir nicht reagieren. Wir sind ganz vernünftig, wir wägen ganz kühl ab und analysieren die Lage und sagen, die ist dermaßen verfahren, dass eine Korrektur ist absolut unausweichlich, den Naturgesetzen zufolge. Also stellen wir uns darauf ein. Und das ist, ich finde das etwas sehr, sehr Positives, wenn ein wirklich todkrankes und inzwischen völlig pervertiertes System abgelöst wird durch etwas Neues, Junges und absolut Kerngesundes. Wie bei einer Geburt. Man freut sich doch, wenn ein neues Kind geboren wird. Herr Professor Bocker, vielen Dank für das Interview. Ja gut, also ich wünsche einen schönen Tag.